Ich darf Sie im Namen von Uniport für Karriere Service der Universität Wien ganz herzlich zum zweiten Gewinnpunkte begrüßen. Und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, mich ganz, ganz herzlich dafür zu bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich als Living Book hier an diesem Nachmittag zur Verfügung zu stellen. Im Namen der Universität Wien begrüße ich Sie sehr herzlich zum zweiten Living Books Day hier im Lesesaal des Hauptgebäudes der Universität Wien. Ich begrüße vor allem unsere prominenten Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft, die Living Books, und danke für Ihre Bereitschaft, dass Sie zu uns gekommen sind. Es ist toll, dass Sie Ihre beruflichen Erfahrungen an unsere Studierenden weitergeben werden. Und ich erinnere mich an meine eigene Situation, als ich erstmals mich beruflich entscheiden musste. Es ist schon schwierig, aus der Fülle der Angebote ein passendes zu nehmen. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, den Studierenden: Nehmen Sie das, für das Sie sich wirklich begeistern können, ganz gleich, welche Randbedingungen sind. Wenn Sie Begeisterung fühlen für ein Fach, für ein Gebiet, dann können Sie die Begeisterung auch weitergeben. Sie wirken ansteckend sowohl für Ihre Chefs, für Ihre Vorgesetzten, als auch für Ihre Kunden. Dieser Living Books Day wird hoffentlich vielen Studierenden eine Anregung geben für ihre Zukunft. Und ich danke den Organisatoren, einerseits dem Uniport unter der Leitung von Herrn Magister Wunsam und der Universitätsbibliothek unter der Leitung von Frau Hofrat Seisel, dass sie diesen Living Books Day zur Verfügung stellen. Und ich danke den Mitarbeitern, dass sie so umfangreiche Vorarbeit leisten. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie interessante Gespräche mit den Studierenden führen, und den Studierenden wünsche ich, dass Sie ein realistisches Bild der Berufswelt bekommen, dass Sie auch Optimismus für die Zukunft mitbekommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Was erwarten Sie sich heute von diesem Living Book Day? Ich erwarte mir, dass die Living Books an die Studierenden, an unsere Studierenden, ihre beruflichen Erfahrungen weitervermitteln. Einerseits die Herausforderungen und die Chancen, aber auch zum Teil das realistische Bild in der heutigen Berufswelt. Und welche Living Books sind heute hier eingeladen? Eigentlich querbeet, hauptsächlich im Bereich der Kultur, Kunst, in der Wirtschaft, leider etwas zu wenig im Bereich der Naturwissenschaften, und wir werden sicher bei einem der nächsten Veranstaltungen auf diesen Punkt mehr achten. Und wie läuft es jetzt ab beim Living Book Day? Was passiert? Es ist so, dass die Veranstalter für jeden Zuhörer eine 25 Minuten Zeitspanne ausersehen haben, dass sie sich mit dem Living Book unterhalten können, dass sie Fragen stellen können. Dann bekommen die Living Books 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ja, die Zettel sind Bücherkartei. Sie sehen hier auf dem Board für ein und dasselbe Buch mehrere Karteikarten, und das beinhaltet ganz einfach den Timeslot, die Zeit, wann das Buch dann ausgeborgt werden kann. Und es wird immer eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Gespräch der Check-in eröffnet, um dann auch zu gewährleisten, dass man nicht schon im Vorhinein dann Bücher reservieren kann, dass jeder die gleiche Chance hat. Also ich interessiere mich hauptsächlich für Kunst- und Kulturmanagement in die Richtung, und da gibt es zum Glück einige Angebote, aber die waren leider alle schon vergriffen, eine Dreiviertelstunde vorher, und jetzt warte ich auf die nächste Runde, damit ich hoffentlich einen von meinen Vieren bekomme. Also im Moment gibt es noch keinen großartigen Trend, den wir gesehen haben, aber die Leute, die bekannt sind aus Film und Fernsehen,
wie zum Beispiel die Frau Sperrer oder der Herr Gerdauer, die heute auch da sind, sind sehr häufig nachgefragt. Die Frage, die am meisten gekommen ist, hat mich gar nicht überrascht. Wie wird man Schriftsteller? Wie wird man Schreiber? Also wie macht man das? Wie kommt man dazu, mit einem Buch zu einem Verlag zu kommen? Oder wie kommt man überhaupt? Also wie kommt man zum Schreiben? Wie kommt man zu einem Buch? Das war die häufigste Frage. Und hier Uni Wien, erinnert Sie das an Ihre eigene Studentenzeit? Welche Gefühle kommen auf? Gefühle des schlechten Gewissens, denn in diesem Raum in der Uni-Bibliothek war ich viel zu selten. Also ich hätte viel mehr lesen müssen oder habe das Gefühl gehabt, ich mache es mir vielleicht ein bisschen zu leicht und war hier nur einige Male, das war immer eine sehr angenehme Zeit für mich und angenehme Phase. Und sonst verbinde ich mit der Uni, es ist bei mir schon wirklich sehr lang her, aber eigentlich Gutes. Sehen Sie sich heute eher als Idol und Vorbild jetzt hier an der Uni oder sind die Studenten so an Sachbüchern und einfach interessiert, möglichst viele Informationen zu bekommen? Oder wie ist Ihr Gefühl? Als Idol fühle ich mich nicht und möchte ich mich auch nie fühlen, sondern es soll ein Austausch sein. Und ich finde es interessant, wenn jemand, der schon etwas erlebt hat, jemanden, der es noch nicht erlebt hat, zum Start zurückgeht und etwas erzählen kann. Genauso ist es sehr interessant für mich, zu dem Start von Studenten zurückzugehen, weil ich mir überlege, okay, die stehen jetzt dort und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Ich habe halt den einen genommen, aber bei mir sind die Gespräche eigentlich immer auf Augenhöhe und das ist mir wichtig. Und welchen Tipp geben Sie jungen oder angehenden Schriftstellern, wo Sie sagen, das müssen wir machen? Der Tipp ist einfach beharrlich bleiben, dranbleiben und auf seine Lust und auf seine Fähigkeit vertrauen. Und einfach, wenn man schreiben will, dann dranbleiben, ja? Beharrlich bleiben. Was hat Sie dazu bewegt, heute hier zu sein? Ja, ich finde es eigentlich ganz wichtig und finde es auch toll, dass man uns die Möglichkeit gibt, als Living Book mit Studenten zu sprechen und nennen wir es so eine Art von Sendungsbewusstsein, das man sich im Laufe der Jahre angeeignet hat, um über seine Erfahrung zu sprechen, gerade von meinem Bereich, im künstlerischen Bereich, im kulturellen Bereich, wo eine Laufbahn, eine Arbeit ja nicht nach Reißbrett funktioniert. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr gut, diese Möglichkeit zu haben. Die hat man viel, viel zu wenig eigentlich. Könnten Sie denn Ihren beruflichen Werdegang kurz umreißen? Ich habe Geschichte Germanistik hier an dieser Universität studiert, vor langer Zeit. Und bin jetzt künstlerischer Leiter des Festivals Wien Moderne, also etwas ganz was anderes auf den ersten Blick. Ich habe während meines Studiums schon viel gearbeitet in der freien Szene hier in Wien, im Bereich des Musiktheater, Opernbereich und habe nebenbei das Studium fertig gemacht und würde das auch jedem raten. Es hat etwas mit Disziplin zu tun und eine humanistische Ausbildung schadet per se nicht. Der größte Vorteil bei meiner Arbeit ist, dass ich Jahr für Jahr wahnsinnig interessante Menschen kennenlerne und mit diesen Menschen Projekte machen kann. Und abschließend können Sie den Studenten noch irgendwas mit auf den Weg geben, abgesehen davon, dass man eben dem folgen soll, was man gerne tut, und das Studium fertig zu machen? Es muss vielleicht nicht wirklich fertige Nacht werden, aber hartnäckig das verfolgen, was man machen will. Und hartnäckig. Gut, dann bedanke ich mich. Gerne. Grüß Gott, Frau Bichler. Wir sind heute auf dem Living Book Day. Was hat Sie dazu bewegt, heute hier zu sein? Wir haben eine Einladung bekommen von der Uni Wien. Meine Kollegin war letztes Jahr schon vertreten und ich bin auch heuer das erste Mal dabei, weil wir uns gedacht haben, es ist eine tolle Veranstaltung für Studierende, für Studentinnen. Da sind wir gern dabei und wollen uns auch hier präsentieren und vorstellen, was wir machen. Sie haben also eine positive Rezension zum Book Day, weil Sie letztes Jahr auch schon da waren. Genau, ja.
Absolut positiv. Also ich auch den Eindruck, den ich jetzt schon gewonnen habe von den Studierenden, sehr positiv. Sie sind sehr gut vorbereitet, wissen schon, was wir machen. Waren sehr nette, interessante, informative Gespräche auch für mich jetzt. Haben Sie denn das Gefühl, jemandem helfen zu können? Helfen. Ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen ein paar Sachen rauskitzeln. Die Leute haben das so im Hinterkopf, aber es ist immer ganz gut, was zu unterstreichen, was zu betonen. Genau, in diesem Bereich unterstützend tätig zu sein. Was haben Sie denn den Studentinnen mit auf den Weg gegeben? Beziehungsweise was waren denn die Standardfragen? Es sind ja jetzt einige gewesen von der internationalen Entwicklung. Das ist ja ein Studium mit sehr breitem Spektrum, aber keiner genauen Berufsdarstellung, sage ich jetzt mal. Ich finde es immer ganz wichtig, also egal was man studiert, besonders jetzt im geisteswissenschaftlichen Bereich, dass man schaut, welche Interessen man auch persönlich hat und sich daraufhin fokussiert. Also das Studium alleine ist jetzt ganz gut und nett, aber das würde ich persönlich als nicht so wichtig sehen, sondern die persönlichen Interessen, weil in denen ist man auch sehr gut, man ist interessiert darin, dass man darauf schaut. Genau. Danke. Und Sie als Living Book, könnten Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang umschreiben? Ich habe Afrikanistik studiert mit einem Zusatz in Ethnopsychoanalyse und war dann zuerst bei einer Sprachakademie tätig, weil mich Sprachen immer schon sehr interessiert haben, und habe dann zufällig ein Jobangebot von Fairtrade bekommen und bin da eben in den NGO-Sektor eingestiegen und bei einer Organisation, die im gleichen Haus war, Horizont 3000, habe ich dann nach 3 Jahren angefangen. Die haben zufällig jemanden gesucht im Bereich Senegal und habe dann dort ins Projektreferat gewechselt und bin jetzt seit 2 Jahren bei Horizont 3000 in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Genau. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Gerne. Können Sie denn unseren Studenten irgendwas von Ihrer Seite mit auf den Weg geben? Ja, also ich denke, wichtig ist es natürlich, dass man sich bewusst wird, seiner Interessen, seiner Stärken, dass man so viel wie möglich ausprobiert, vor allem während des Studiums sehr offen ist und natürlich Praktika macht. Ich glaube, das ist inzwischen Standard. Und wie gesagt, ja, also vor allem seinen Interessen nachgehen und so viel wie möglich ausprobieren, denke ich. Würden Sie uns kurz Ihre Karriere umreißen? Ich habe nach der Matura Jura studiert, Rechtswissenschaften, habe dann das Praktikum bei Gericht gemacht, habe dann in den Niederlanden einen Master in Völkerrecht gemacht und 2 Jahre in der Verwaltung gearbeitet, dann einen Lehrgang im internationalen Konfliktmanagementbereich koordiniert und bin jetzt seit 1,5 Jahren bei der Caritas, wo ich im Bereich Rechtsberatung, Asyl und Fremdenwesen tätig bin. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Warum genau Hauke Christoph? Weil er ähnlich wie ich, also Lehramt studiert hat und zuerst das Hobby hatte, Kabarettist zu sein, und jetzt macht er es vollberuflich. Und ich würde auch gerne so halb-halb, also nicht nur hobbymäßig Theater spielen, Impro-Theater und Forum-Theater, sondern das Ganze auch mehr in die Performance-Schiene hinein. Und möchte einfach wissen, wie er das gemacht hat. Also Sie haben auf der Hauptuni studiert und waren noch nie im Lesesaal? Naja, eigentlich im NIC, im neuen Institutsgebäude drüben, Geografie und Sport. Also die meiste Zeit war ich dann eigentlich auf der Schmelzhom und habe mir die extrem schwierigen Geografievorlesungen auch oft in Heimarbeit ausgearbeitet. Ja, danach bin ich in der Schule gewesen, ein Jahr, und habe aber parallel einen schönen Nebenjob immer für ihn gehabt, ein bisschen Gastro machen, eh das Klassische. Und dann hat der damalige Chef gemeint, er hätte zu viel Arbeit, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mitzumachen. Und ich dachte, ja, wohl fühle ich mich, die Arbeitszeiten sind angenehm, eher länger schlafen und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll eigentlich, also klassisch. Ja, mache ich, was gibt's zu tun? Ja, und das Ganze war auf 3 Monate einmal befristet. Und nachdem das 1999 war, sage ich meistens, das sind die längsten 3 Monate meines Lebens gewesen bis jetzt. Ja, und nach einigen Jahren hat er dann selber nicht mehr wollen und hat mir und einer Kollegin angeboten, die Anteile am Orpheum. Und ja, dann war die Story eigentlich, um nicht so zu enden wie viele andere, die meinen, hätte, war ich. Und haben wir uns gedacht, ja,
tun wir das halt. Das ganze Geld zusammengekratzt, Kredite und Eltern und Aussteuer oder wie auch immer. Ja, und dadurch, das war glaube ich Anfang 2004 war die Übernahme und das ist doch schon 7 Jahre her. Und Sie sind glücklich mit der Entscheidung? 80% auf alle Fälle. Und es hat in jeden Jobsberufen gibt es Längen. Also manchmal gibt es Phasen, wo man sich denkt, mal angestellt sein wäre eigentlich super angenehm, 5 Uhr rausgehen, kein Risiko und gar nichts haben. Auf der anderen Seite, dann denkt man sich wieder, ja, dafür hat man dann wahrscheinlich irgendeinen Chef, den man nicht leiden kann oder wird irgendwie nicht richtig eingesetzt. Ja, nein, also es ist irgendwie schon eigenes Risiko, Verantwortung. Aber nach einigen Jahren geht es dann besser. Die ersten 1-2 Jahre sind hart. Und dann, wenn man das ganze Intus hat, ist eigentlich eine nette Sache. Grüß Gott, Frau Dippmann. Wir sind heute beim Living Book Day. Was hat Sie denn dazu bewegt, heute hier zu sein? Ja, mich hat bewegt, ich wurde eingeladen, weil eben eine Mitarbeiterin gefunden hat, dass meine Geschichte es wert ist, mich auszuleihen als Book. Würden Sie denn die Geschichte kurz umreißen als Information? Ja, meine Geschichte ist eine lange. Also begonnen hat mein Studium, dass ich Englisch-Geografie studiert habe und 27 Jahre Lehrerin war. Aber ich habe dann vor 6 Jahren, also da war ich gerade 48 Jahre alt, entschlossen, einen ganz anderen Berufsweg zu machen. Und zwar jetzt bin ich Geschäftsführerin vom österreichischen Frauenlauf, habe 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und einfach, was mich bewegt hat und was ich Studierenden und die vor der Wahl stehen, was werde ich machen, welcher Beruf, also vom Studium weiß man es ja als erst, aber man muss dann auch oft seinem Bauchgefühl folgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man manchmal das macht, was in einem steckt und dass man seine eigene Begeisterung findet und wenn man selber begeistert ist, dann, wenn man selber eine Flamme in sich drinnen hat, dann kann man auch andere damit entzünden. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, weil im Grunde genommen, ich werde oft gefragt, ja, was machst du und kannst du überhaupt von dem leben? Und ich kann sehr wohl leben und bin im Grunde genommen sehr erfolgreich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, vor allem, dass man sieht, okay, wo geht mein Berufsweg hin? Er muss nicht immer auch nur modern sein oder weil alle anderen das machen oder kurzfristig denken, oh, da kriege ich viel Geld. Weil ich glaube, was ganz, ganz wichtig auch ist, dass man Freude am Beruf hat. Ich arbeite circa 50, 60 Stunden in der Woche, aber ich mache das gerne. Ich liebe meinen Beruf und das habe ich aber auch als Pädagogin gemacht. Man muss einfach seinen Beruf auch lieben und dass es einem Spaß macht. Darf ich nur ganz kurz fragen, was war denn so ein oder der Auslöser von der Lehrerin zur Geschäftsfrau? Ja, das war ein längerer Weg zum Nachdenken einerseits, weil ich ja teilweise das beides gemacht habe und eben als sicheres Standbein immer noch Lehrerin war. Auslösend war, wie wir 10.000 Frauen gehabt haben und ich ganz einfach Besuch aus Amerika hatte, also die Erfinderin des Frauenlaufs weltweit, die erste Frau, die einen Marathon gelaufen ist und die einfach zu mir gesagt hat, was du machst, ist großartig, mach da weiter, du kannst die Welt damit ein bisschen verändern und das hat mir so viel Kraft gegeben und einfach einmal gedacht, ja, ich hätte mich entscheiden müssen, entweder werde ich Direktorin an einer sehr, sehr großen Schule oder eben Geschäftsführerin. Und ich habe aus dem Bauch entschieden, ohne viel jemanden zu fragen. Das war eine 2-Minuten-Entscheidung. Und Sie sind immer noch glücklich damit? Ja, auf alle Fälle. Super. Dann bedanke ich mich für die ausführliche Information. Ja, bitte, schönen gerne. Dank.
Sie sind also ein Living Book heute. Was können Sie uns denn weitergeben? Details der Berufserfahrungen. Also begonnen hat sie bei mir als Techniker in der Hardwareentwicklung, dann im technischen Support, in der Netzwerktechnik für Mobilfunk. Und dann ja verschiedenste Positionen im Bereich Gruppenleitung, Projektmanagement und jetzt wiederum Gruppenleitung. Was ich da weitergeben kann, ist, man darf sich nicht erwarten, dass sich eine Karriere wirklich genau geradeaus entwickelt. Teilweise geht man schon im Kreis, um dann nach ein, zwei Runden wirklich woanders zu landen, was vielleicht besser oder interessanter ist, aber es ist keinesfalls eine Gerade. Das heißt, Sie würden sagen, einfach dem Lauf der Zeit folgen und man kann eigentlich nicht wirklich seinen Weg planen? Dem Lauf der Zeit folgen, Augen und Ohren immer offen zu halten, zu schauen im eigenen Unternehmen oder außerhalb, wo gibt es Dinge, die einen interessieren, ja, wo gibt es Möglichkeiten. Und den eigenen Interessen zu folgen, weil das macht man natürlich am besten. Was ist denn das größte Plus Ihres Jobs? Flexibilität. Ich arbeite von zu Hause aus, arbeite aber komplett international. Also ich leite ein Team, das über ganz Europa verstreut ist. Und bin aber trotzdem zu Hause bei meiner Familie. Und wir haben Frühstück, Mittagessen, Abendessen gemeinsam, was sehr schön ist. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Schönen Nachmittag. Wie sind Sie denn zufrieden mit dem heutigen Living Book Day? Wir finden es sehr schön, weil es ist ein großer Andrang da. Es ist viel Nachfrage von den Studierenden nach dieser Veranstaltung. Machen sie ja zum zweiten Mal. Und ich sehe einfach draußen am Check-in-Counter stehen die Schlangen, um hier ein Living Book zu entlehnen. Sind Sie denn auch zufrieden mit der Organisation? Hat alles so geklappt, wie Sie es wollten? Wir machen es schon zum zweiten Mal. Das hat uns die Arbeit etwas erleichtert. Das heißt, wir wissen, worauf wir achten müssen. Organisatorisch hat alles reibungslos geklappt. Es sind 3 Bücher krank geworden, aber das liegt einfach an der Jahreszeit auch. Da kann man nichts machen. Bei so einer großen Zahl von Personen kann das sein. Wie sind Sie denn zufrieden mit der Vorbereitung der Studenten? Das werde ich erst von den Living Books erfahren. Die werden uns das Feedback dann geben. Wir sind ja bei den Gesprächen nicht dabei. Aber ich habe jetzt schon in den Pausen ein bisschen mitgehört, dass die Studierenden sich sehr genau ausgesucht haben, zu wem sie gehen möchten und ganz gezielte Fragen stellen. Also das wirklich auch annehmen, dieses Angebot mit ganz bestimmten Personen, ihre Fragen auch zu besprechen. Also nach diesem positiven Feedback kann man davon ausgehen, dass es ihn nächstes Jahr wiedergeben wird. Wir werden uns bemühen, dieses Veranstaltungsformat fortzusetzen. Es ist einfach in diesen Räumlichkeiten eine ganz besondere Atmosphäre, die wirklich diesen Rahmen auch gibt, dass man so ein persönliches Gespräch führen kann und auch wirklich sich traut, im Vier-Augen-Gespräch Dinge zu fragen, die man vielleicht sonst nicht wüsste, wie man sie formuliert. Und die Living Books selbst, war es schwierig, sie zu buchen, zu entlehnen? Ich meine jetzt für uns in der Organisation, wie wir sie gefunden haben, es ist ganz interessant zu sehen, dass wenn wir Menschen ansprechen, ob sie gern mal ein lebendes Buch sein möchten, ganz sich geehrt fühlen, dass wir sie aussuchen und zwar jetzt wirklich egal in welcher Position, ob Führungskraft oder auch bekannte Persönlichkeit oder nicht, das ist immer wieder diese Idee, dass man ein Buch wird und ein Buch, das etwas zu erzählen hat, das wird auch bei den Büchern sehr angenommen und insofern ist es nicht so schwierig, Zusagen zu bekommen, auch für diese Veranstaltung. Aber ist es denn schwierig, so viele Living Books an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit zusammenzubringen? Definitiv. Also da gibt es natürlich Terminschwierigkeiten und diese dann wirklich auf fast 60 Bücher zu kommen, das ist schon eine große Herausforderung. Und wir recherchieren natürlich auch im Vorfeld viel, aktivieren alle unsere Netzwerke und schauen halt, dass wir diese große Zahl schaffen. Wir versuchen sehr viel Vielfalt auch zu zeigen durch alle Branchen, also ob internationale Organisationen, Wissenschaft, alle Bereiche sind Kultur, Medien, also wir sind da sehr breit hier aufgestellt. Und
War es denn schwierig, die Universitätsbibliothek für diesen Nachmittag zu räumen, zu sperren für die Studenten? Dieser Saal wird sehr selten gesperrt. Der steht ja den Lesern und Leserinnen der Bibliothek zur Verfügung und das wird nur in Ausnahmefällen gemacht. Und die Pamela Stückler von der Universitätsbibliothek, die hat das uns hier ermöglicht und auch deshalb, weil sie das Konzept so toll findet. Also da sind wir sehr dankbar, dass sie das ermöglicht. Wir wissen, wie besonders das ist. Apropos Konzept, wer kam denn erstmals mit dieser Idee auf, Leute mit Erfahrung als Living Books zu bezeichnen und sie einzuladen, ihre Erfahrungen weiterzugeben? Ja, das hat ein bisschen eine Geschichte, weil es gibt die Idee, Menschen als Bücher zu entlehnen, die gab es schon. Es gibt eine Living Library, heißt es im internationalen Bereich. Das ist aber ein Format, was eher im interkulturellen Bereich sich abspielt, wo es um Vorurteilsüberwindung durch Gespräche geht. Und ich hatte dieses Konzept gesehen, es gibt es auch hier in Österreich, Living Books, und habe gefunden, dass man das ganz toll auch auf die Berufswelt umlegen kann. Und wir sind ja das Karriereservice Uniport der Uni Wien. Und dass man dieses Format umbaut zu einem Erfahrungsaustauschformat. Das war dann eine Idee, die ich dann umgesetzt habe und in dieser Form jetzt auch schon zum zweiten Mal mache. Die ganzen netten Helfer in den roten T-Shirts, machen die das freiwillig? Oder wie kam es dazu, dass sich so viele junge Menschen dazu bereit erklären zu helfen? Es ist das ganze Team von Uniport hier, also das muss ich auch erwähnen, dass das ganze, mein ganzes Unternehmen sozusagen wirkt hier mit und dann auch freie Mitarbeiter, die mit uns zusammenarbeiten und sich zum Teil für dieses Event beworben haben oder auch sonst mit uns zusammenarbeiten. Also es entwickelt sich wirklich zu was sehr Großem. Ja, und es macht auch allen wahnsinnigen Spaß. Möchten Sie denn noch was hinzufügen? Ja, ich möchte einfach sagen, dass ich diese Veranstaltung selber ganz toll finde und wirklich das den Studierenden nur ans Herz legen kann, hierher zu kommen und diese Gelegenheit zu nutzen. Es wird hier viel Mut gemacht, weil diese Menschen, die hier sind, das sind alles Personen, die, denen das auch ein Anliegen ist, das weiterzugeben, ihr Wissen weiterzugeben. Es hat so einen Kreislauf und das finde ich so eine tolle Chance. Ja, Living Books, das Projekt, das hinter dem Living Book Day von der Idee her steht, ist ein Projekt, das ich im Jahr 2007 in Österreich gegründet habe. Und da gab es mittlerweile schon über 70 Veranstaltungen. Und wir machen Gesprächsveranstaltungen, die eben es ermöglichen, in zeitgemäßer Form Menschen sich begegnen und wo wir das Thema Vielfalt in einer positiven Art und Weise vermitteln wollen. Es geht ja darum, dass Menschen mit Erfahrung diese Erfahrung an interessierte, vorwiegend jüngere Leute weitergeben. Wie kommt man denn auf die Idee, diese Menschen als Living Books zu bezeichnen? Sie als Living Books zu bezeichnen rührt daher, dass in Skandinavien vor schon einer gewissen Anzahl Jahren erstmals so eine sogenannte Living Library veranstaltet wurde. Und diese Living Library beinhaltet eben dieses Konzept, dass man eben Menschen wie in einer Art Bibliothek sich leihen kann. Und daraus ist dann dieser Begriff Living Books entstanden. Und wenn Sie zurückdenken, die allererste Veranstaltung mit Living Books, wie war die? Wer waren die Living Books? Also die erste Veranstaltung hat stattgefunden im Rahmen des Kunstfestivals Soho in Ottakring in Wien. Und war natürlich für mich entsprechend herausfordernd, weil die Sorge war, ich habe einen Riesenhaufen Bücher da, aber es kommen keine Leserinnen und Leser oder umgekehrt, ja, es stehen hunderte Leute vor der Tür, ja, und irgendwie die Bücher kommen nicht. Ja. Aber es ist dann alles gut ausgegangen. Und das Motto der Veranstaltung, das dort stattgefunden hat, war Miteinander reden statt übereinander. Das bedeutet, dass es dort nicht um das Thema Berufe ging, sondern es ging um das Thema Stereotypen und Vorurteile. Das heißt, es geht um Menschengruppen, denen wir gemeinhin mit gewissen Vorurteilen oder Stereotypen begegnen. Das sind jetzt beispielsweise gewisse Religionen, also Muslime, das können aber auch sein Polizisten, aber das kann natürlich auch Stereotype behaftete Themen sein wie Astrologie oder auch ein Totengräber. Ja. Also das sind dann die Bücher, diese Living Books, die dann bei dieser Veranstaltung dabei sind. Und wer denkt sich jetzt diese
das Thema einer Living Book Veranstaltung aus und wie kommen Sie an die Living Books? Wie entlehnen Sie diese? Also das Thema der Living Books Veranstaltung hängt sehr davon ab, wo es stattfindet und in welchem Kontext es stattfindet. Hier zum Beispiel auf der Uni bietet sich natürlich das Thema Studium und Beruf an. An einem anderen Ort, wie zum Beispiel einem multikulturellen Ort wie in Otterkring, in Wien-Otterkring, bietet sich natürlich das Thema Vielfalt der Kulturen oder Vielfalt der Menschen im Allgemeinen an. Und wenn das einmal entschieden ist, dann überlegen wir uns, welche sogenannten Buchtitel wären denn da spannend. Also da sagen wir dann, okay, nehmen wir an, ein Polizist wäre gut und es wäre interessant, noch einen Buddhistin dazu zu haben und vielleicht noch einen Imam. Ja? Und dann begeben wir uns auf die Suche nach diesen Menschen. Und eine klassische Living Books Veranstaltung hat üblicherweise dann zwischen 15 und 20 Living Books pro Veranstaltung. Abschließend möchte ich Sie jetzt fragen, wie hat das auf die Universität in Wien übergeschwappt? Ja, also das ist der Gabi Schuster-Klackl zu verdanken, weil die hat von diesem Living Books Projekt eben irgendwie gehört, ja, und dachte sich, das wäre doch toll, das auch im universitären Kontext zu realisieren. Und so ist dann der Living Book Day entstanden, die Idee dafür, und wurde eben vor 1,5 Jahren dann im April 2010 erstmals realisiert und war dann so ein großer Erfolg und wurde von den Studentinnen und Studenten so toll angenommen, dass man sich eben gesagt hat, das wollen wir weiter tun. Was hat Sie denn dazu bewegt, heute da zu sein? Ich bin ein Ja-Sager. Ich werde gefragt und ich sage gerne Ja. Nein, bei so etwas sage ich wirklich gerne Ja, weil man natürlich schon auch nicht nur weitergeben möchte, was man da so tut und warum man es tut, sondern auch gern im Dialog ist mit Menschen, die zum Teil ganz andere Ideen haben oder die jetzt noch am Beginn einer Berufslaufbahn stehen. Also das ist schon eine faszinierende Idee, so etwas abzuhalten. Sie können uns also ein positives Feedback über diesen Living Book Day geben. Positives Feedback, ja, warum denn nicht? Ich kann es auch auf Deutsch sagen, es gefällt mir hier. Es gefällt mir hier. Eine Sache muss ich gestehen, ich hätte eine wahnsinnige Lust, mir eines dieser Bücher aus dem Regal zu nehmen, irgendeines, und darin einfach zu lesen, als gäbe es kein Morgen. Aber es ist auch schön, dass ich eines dieser Bücher bin, da fühle ich mich sehr geehrt, und es war bis jetzt jede der Begegnungen eigentlich ganz, ganz interessant. Also Sie als Living Book, können Sie uns kurz Ihren beruflichen Werdegang umschreiben? Sie haben ja einiges zu erzählen. Kurz ist immer eine Herausforderung. Ja, kurz muss man können. Ich bin dankbar, dass Sie nicht sagen Karriere, denn ich habe meinen Werdegang, das gefällt mir schon viel besser, nie angelegt. Also ich habe mich auch nie gefragt, und wo willst du in einem und in 5 und in 10 Jahren sein? Wenn ich mir das damals überlegt hätte, wäre ich, weiß nicht, wo ganz anders hingekommen oder wäre öfter enttäuscht worden. Ich habe mich in einem, aber wirklich positiv zu verstehenden Sinne, auch treiben lassen. Nämlich habe mich von Angeboten, von Sachen, die mich plötzlich fasziniert haben, von Sachen, die mich plötzlich nicht mehr fasziniert haben, von denen mich dann weggetrieben, und bin hingetrieben auf einen Weg, der sich vielleicht im Rückblick als Karriere darstellt, war nicht so geplant. Was eine Konstante ist, ich versuche an dem, was ich mache, Freude zu haben und auch Freude zu geben. Das klingt jetzt ein bisschen nach Weihnachtsansprache, Freude schenken, aber das ist eine Konstante, und das versuche ich zu tun. Sie würden also sagen, wenn Sie jetzt den Studenten etwas weitergeben möchten, dem, sagen wir mal, Bauchgefühl zu folgen, beziehungsweise den Möglichkeiten, die sich einem eröffnen, die zu ergreifen? Ja, weil es ist natürlich ein sehr schöner Ratschlag, macht das, was euch wirklich freut. Also man findet aber auch mit der Zeit heraus, was einen freut. Man findet heraus, dass das, was einen immer wahnsinnig fasziniert hat, vielleicht gar nicht so toll ist. Und umgekehrt besteht ein jeder Beruf auch aus Sachen, die einen nicht freuen. Also ich meine, wenn man im Verhältnis 60, 40,
Freude, Nicht-Freude hat, ist man, glaube ich, ziemlich gut bedient. Man muss wissen, dass es grundsätzlich sinnvoll ist. Wenn ich wüsste, ich rackere mich den ganzen Tag ab und am Ende entsteht eine wunderschöne Atombombe, würde mich das, glaube ich, nicht befriedigen. Also es muss das, ich muss schon dafür stehen können, dass ich auf dem Weg zu einer schönen Theatervorstellung, an der ich irgendwie mitarbeite, sei es, dass ich ein Programmheft gemacht habe oder, weiß nicht, irgendjemandem irgendwas Nettes gesagt habe, also wenn am Ende so etwas steht, dann kann unterwegs dorthin schon viel Fades und noch ein Mail und noch ein Fax und noch ein Anruf und noch ein wieder was Lästiges und Abrechnungen und so. Also es ist nicht, auch wenn man macht, was einen freut, besteht es zu einem gewissen Prozentsatz aus Sachen, die mühsam sind, die Routine sind. Aber das muss man auch in Kauf nehmen, glaube ich. Was haben Sie denn für einen Eindruck von den Studenten, die heute da waren? Also die Studenten, bei mir war von jedem natürlich einen ganz anderen Eindruck. Es war auch ein Brüderpaar bei mir aus Krems, ein Jurist und angehender Jurist und angehender Mediziner. Die sind einfach aus Interesse, weil sie mal was ganz anderes hören wollten, wie ganz andere Leute arbeiten und leben. Das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Da konnte ich auch so ein bisschen allgemeiner sprechen, so von dem, was ich glaube, an Erfahrungen erworben zu haben. Und dann gibt es wieder Studentinnen, die also sehr gezielt wissen wollen, ich interessiere mich für die spanische Komödie der frühen Neuzeit, was würden Sie mir empfehlen, wo ich mich dahin wenden soll. Boah, das ist auch eine Zwölferfrage. Aber nein, das sind ganz, ganz verschiedene Begegnungen und jede für sich interessant. Und ich glaube, es kommen ja auch nur die Interessierten schon einmal her. Ich weiß nicht, ob es viele Nicht-Interessierte gibt, das kann ich gar nicht beurteilen, aber die Leute, die herkommen, haben eine, also noch ohne Leidensdruck, das ist auch wichtig. Und ich glaube, das war auch schon eine Fertige, das war eine Magistra, die, glaube ich, 7 Sprachen gesprochen hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob die hier sein durfte. Ich weiß es nicht, das ist auch sehr interessant. Ich glaube, dass man auf jeden Fall schon vor Abschluss des Studiums deutlich vor, vielleicht nicht gleich am Beginn, man muss sich ja da auch orientieren, aber deutlich vor Abschluss des Studiums schon Wege versuchen soll. Das ausprobieren, das. Das Ausprobieren ist etwas ganz Wichtiges. Fail better. Try again, fail better. Persönlich für Sie, hätten Sie einen Pluspunkt, die positivste Sache an Ihr Beruf? Die positivste Sache an meinem Beruf ist, dass er mir im Kern großen Spaß macht und dass ich ständig lernen kann. Also dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas, es ist immer Routine dabei und gewisse Sachen weiß man schon, wie man so ein Programm anlegt, aber ich kann eigentlich jeden Tag etwas lernen und dazulernen und entdecken. Und ich kann auch das, was ich lerne und entdecke und was mich neu fasziniert, kann ich auch weitergeben an andere Menschen. Das ist was Wunderbares. Dann bedanke ich mich sehr recht herzlich für die ausführliche Information und schönen Nachmittag. Danke schön. Danke. Natürlich für Uni. Uni ist ein Wort. Ein ganzes langes Wort. Ja. Gut. Krass.